In diesem Video möchte ich das Konzept von SQL-Tabellen und wie diese mit unterschiedlichen Techniken erstellt werden können besprechen. Zunächst die Frage, was ist eine Tabelle? Man muss wissen, dass eine relationale Datenbank das am meisten verwendete Datenmodell für das Speichern und Verarbeiten von Daten ist. Eine Tabelle ist sozusagen ein Objekt dieses relationalen Datenbank. Und jede dieser Tabelle ist mit einer Grundstruktur definiert. Wie hier zu sehen, muss jede Tabelle durch Spalten gekennzeichnet sein. Jede dieser Spalten ist durch einen Namen und einen Datentyp definiert. Wenn man nun Daten speichert, so muss es dieser Definition der Spalten entsprechen und erhaltet somit einen Datensatz. Wie hier zu sehen, existieren 4 Spalten, die jeweils mit einem Namen gekennzeichnet sind und auch einen Datentypen beinhalten. Beispielsweise ist die Spalte ID und Alter ein numerischer Wert. Hingegen sind Vorname und Nachname jeweils vom Datentyp Integer oder auch String. Nachdem wir nun das Konzept der Tabelle besprochen haben, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich eine Tabelle erstellen kann. Es gibt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, um eine Tabelle anzulegen. Die erste Möglichkeit ist die Verwendung vom Management Studio. Dieses Werkzeug ist prädestiniert und auch sozusagen das Schweizer Taschenmesser für das Arbeiten am SQL Server. Die zweite Möglichkeit ist die Erstellung von Tabellen über die Datenbanksprache TSQL. Hier gibt es wiederum 2 Möglichkeiten, wie diese ausgeführt werden kann. Beginnen wir mit dem Management Studio. Nachdem ich nun Management Studio geöffnet habe und mich auf meine Datenbank verbunden habe, kann ich im Bereich Tables in der Ordnerstruktur durch einen Rechtsklick auf Neu eine Tabelle erstellen, wie hier im Screenshot ersichtlich. Nachdem ich nun mit Neu eine Tabelle erstellt habe, werde ich um den Namen dieser Tabelle gefragt. In diesem Fall gebe ich an Persons und das Management Studio wechselt in ein neues Fenster. In diesem Fenster kann ich nun diese einzelnen Spalten meiner Tabelle angeben. Ich beginne mit der ersten Spalte mit der ID als Name. In der zweiten Spalte definiere ich den Datentyp, in meinem Fall Integer, weil es sich um einen numerischen Wert handelt. Und des Weiteren öffnet Management Studio in einem darunter befindlichen Fenster noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Im nächsten Schritt kann ich nun für alle Spalten dieser Tabelle der Reihe nach anlegen und auch durch Klick im Bereich Datentyp meinen gewünschten Datentyp aussuchen. Die dritte Spalte Allow Nulls bedeutet, ob ich Nullwerte
in meiner Spalte erlaube oder nicht. Hier ist zu beachten, wenn ich nun nach der Erstellung meiner Spalten die Tabelle abspeichern möchte und ich habe auf meinen eindeutigen Schlüssel ID einen Nullwert, den ich erlaube, so erhalte ich den Hinweis von Management Studio, dass das nicht möglich ist. Deshalb, Primärschlüssel sind immer befüllt und dürfen nicht leer sein. Anschließend erhalte ich nun in meiner Datenbank meine gewünschte Tabelle und den dazugehörigen Spalten. Das war der erste Weg, eine Tabelle zu erstellen über das Management Studio. Im zweiten Schritt möchte ich noch den Weg zeigen, wie man es über TSQL eine Tabelle erstellt. Hier gibt es wiederum bei der Erstellung einer Tabelle über SQL zwei Varianten. Die Variante 1 setzt voraus, dass diese Tabelle noch nicht existiert. In diesem Fall muss ich die SQL-Befehle createTable mit der anschließenden Bezeichnung meiner Tabelle angeben und im Folgenden die einzelnen Spalten meiner Tabelle. In diesem Fall ID, Name, Surname und Age. Und zu jeder einzelnen Spalte gebe ich noch den dazugehörigen Datentyp an. Mit Integer, Varchar und Small Int. Die dritte Spalte ist wie im Designer die Angabe, ob ich Nullwerte erlaube oder nicht. Kommen wir nun zur Variante 2. Die Variante 2 setzt voraus, dass es bereits die Tabelle existiert und mit Daten befüllt ist. Wenn das der Fall ist, kann ich ganz bequem und einfach mit einem Select Stern into und nun gebe ich meine neue Tabelle an, welche ich erstellen möchte und schließe das SQL-Statement mit einem From und der existierenden Tabelle ab. Anders gesprochen, ich kopiere aus einer bestehenden Tabelle in eine neue Tabelle die Struktur durch den Select-Stern into. Wie ihr seht, sind beide Varianten sehr übersichtlich und einfach zu gestalten. Ich persönlich bevorzuge den Weg über das Management Studio. Falls ihr Fragen bei dieser Erstellung von Tabellen habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.